Hallo! So, heute machen wir mal Wintersteaks, so wie ich sie mache. Fast original, bleibe ich sie geändert, aber lecker. So, das Rezept mache ich wieder so klassisch auf ein Kilo oder so, ne? Wir machen hier ungefähr, ja, das sind ungefähr 3 Kilo, was ich hier habe. Wunderschönes Nackenfleisch, ne? Ich habe das schon ein klein bisschen was. Wenn du so harte Speckteilchen sind da dran, so Streifen, wo ein bisschen härter sind, die schneide ich immer gerne ab. Ne? Da weiß ich nicht 100%, ob die sich auflösen. So, ansonsten, das habe ich alles schon gemacht. Sieht das schon richtig. Das sieht ja richtig gut aus. Ne? So, was wir dazu brauchen, beziehungsweise wir schneiden erstmals Fleisch. Ich mache das nämlich auch wieder ein bisschen an der Stelle wie andere. So, Handtuch. Ich brauche ein Handtuch. So, Handtuch habe ich. Folgendermaßen. Jetzt sehen wir uns mal schön mit Säge. Schönes. Ja, das sind wir. Normalerweise wird man jetzt so Steak schneiden, ne? So 20 mm, also 2 cm, ne? Die geht mir jetzt so durchschneiden, machen wir aber nicht. Ihr kennt ja Lende, so Schweinelende, und solche Stücke will ich schneiden. In die Länge schneiden wir jetzt, ne? Wir müssen jetzt genau aufpassen. So. So schneide ich die Teile. Da kann ich mir die nochmal genauer betrachten. Schön. So. Und hier wird es noch. So sieht das aus. Schöne Stückchen, ne? Schneiden wir da. Die müssen wir dann auch so dann später schneiden beim Essen. Alles merken. Ne? So, das schneide ich so durch. Dann haben wir so schöne 4 Stückchen. Ne? Das essen wir dann, wenn so ein Teller ist, erstmal hier. Ne? Hier starten wir dann, wie dann war die Stückchen. Warum? Warum? Weil es halt anders ist und wenn ich so Stückchen Fleisch da habe, ist es für mich irgendwie schöner. Also wenn ich so ein flaches Ding da, das habe ich schon 10.000 Mal gegessen. Und ich habe irgendwie hab ich das Gefühl, dass da mehr Saft drin ist. Ne? Weil so klein ist dicker, kompakter. Ne? So, dann schneiden wir hier nochmal. Genau dasselbe Spielchen. Fangen immer außen an. Ja, da habe ich ein schönes Stückchen. Und dann mache ich auf der Seite. Dann habe ich ein schönes Stückchen. So, das ist natürlich ein bisschen gräser. Dann gehe ich in die Mitte. Schneide nochmal durch. Und das sieht ja so schwer aus. Ich traue mich fast nicht. Ich lasse das also. Das gefällt mir so gut, das Stück. Gucken wir uns das mal an. Ja. Da hat er eine ganz andere Sichtweise. Wenn er das mal so macht. Ne? So, haben wir das schön stehen. So, das machen wir eine Länge. Ne? Das ist die quer, ne? Die Faser ist so. Und ich schneide quasi dann mit der Faser. Schneide ich eh schon oder mache ich die gerne raus. Machen das ist gut. Habe ich schon gemacht. So, hier machen wir noch schön Stückchen. So. Und der tut die aber nicht. Jetzt nochmal hier halbieren oder so. Ja, lass die schön die Länge, du wisst ja genau, wenn ihr so auf dem Tisch habt, müsst ihr hier von hier quer zu der Länge schneiden. Ne? So, jetzt nochmal das ganze Würze. Da kommt nicht großartig was drauf. Ans Fleisch. Heute machen wir nur, weil ich das Fleisch so liebe, Himalaya-Salz. So, mach schnell die Stücke mal darin. Was schöne Stücke das sind. Hab ich.
So. Ich mache gleich Bundlepp drauf. Man muss nicht fünfmal drehen. Ja, da hätte die Mädchen machen dann, wenn sie sowas machen. Nehmen sie die keiner und tun es auch später. Aber wir nehmen das alles wieder. Das brauchen wir später, versehe ich es hier. Das wenn man schon alles dreht, da wird nichts verschmissen von mir. Gerade die gute Sache, wo der Saft alles dann später drin ist. Nichts wird geschmissen. So. Ordentlich Pfeffer. So, Paprika, edelsüß. Ist ein bisschen wie Geschmacksverstärker. So, jetzt drehen wir erst rum. Machen das von der anderen Seite noch einmal. Selbe Spielchen. So, wir machen aber jetzt nicht so viel Salz so. Das langt. Pfeffer und bunt, ihr Leid. Das hat nochmal so einen Kick, wenn wir das so machen. So. Das langt auch schon ziemlich. Und jetzt gehen wir hier. Machen wir auch noch ein bisschen Paprika drauf. Jetzt recht schneiden ist Zwiebeln. Ne? Machen eine schöne Streifen und dann kommt die dort dazu. Und die machen eine schöne so dazwischen. Ne? Zwischensteg. Ja, so. Ne? Dann müssen wir Platz machen und dort dazwischen. Ne? So, dann mache ich aber jetzt mal Stopp, weil das dauert ein bisschen. Und dann sieht man es gleich wieder. Ich habe jetzt die Zwiebel gleich geschnitten. Noch ein bisschen Knoblauch dabei gemacht. Und so sieht das dann aus. Ne? Die haben nämlich frieren. Die Winse. Ja, also bei uns gibt es das ja auch noch so. Tradition, Samtschwarz gibt es Sub. Ne? So. Und so ist es auch bei der Winse. Wenn die richtig gekloppt haben da im Wingert. Und da hat auch die Frau, da hat jeder mitgekauft. Die kennen ja alle. Ne? Ich kenne das auch noch als Kind, da sind wir auch mitgegangen. Ne? Der Onkel hat ein Wingert gehabt und da sind wir alle Tiere angeholfen. Und dann ist dann so ein Ding da gemacht worden. Und das ist dann in den Backofen gekommen. Ding geschoben und langsam ziehen gelassen. Ne? Und dann wird geschafft und dann sind wir irgendwann gekommen und dann ist hier Blatt rausgekommen und dann gib ihm. Das war immer Notarbeit. Ne? Also so zwischendrin geht nicht. Dann Schaufel geht oder noch nicht. Hat richtig satt gegessen. So, also. Wir machen es aber so. Man kennt das jetzt so in der Backofen durch. Ne? Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und ich lege die aber da in. Das heißt, wir haben halt Donnerstag und morgen ist weiter. Bis morgen lasse ich das nochmal durchziehen. Ne? Da kommt bei mir, da fehlt ja noch das. Was fehlt? Der Woi, ne? Der Woi, da drin. Wir machen. Ich muss wieder aufpassen. Das ist irgendwo. Aber das,
Das kommt raus und kommt wieder hin. Das zeige ich euch mal hier. So, was wir brauchen ist Honig. Das ist ein guter Honig, wo ich immer die Probleme habe. Ah, geh, komm. Honig ist gesund, Spurenelemente und. Das ist alles wunderschöne Natur. Ja, da brauchen wir noch. Das sind ungefähr, ich weiß nicht, 4 bis 6, je nachdem wie süß man es handelt. Ne? Also Minimum 3 müsst ihr machen. Mal trocken der Roy, kommt noch dazu. Dann müssen wir uns ein bisschen anrühren. Ach, mehr. Ja, da hinten ist es halt ein bisschen kälter. Das löst sich alles nicht so. Aber es kommt. Ich hätte gerne, wenn man jetzt so den Honig drüber macht und da pappt der Fleisch irgendwo an und bleibt am Fleisch hängen. Weiß ich nicht. Also ich habe sie mir bis jetzt so gemacht. Ich weiß nicht, ob was passiert ist, weil es kriegt ja schon mal Hitz. Später. Aber machen wir so, der hat schon gelöst. Alles gut, hatte ich. So, und dann machen wir noch gute Rotwein. Dann kann der seine Schelte ziehen. Knoblauch habe ich gesagt, ne? Ein paar Knoblauchzehe dabei. Oh, das riecht schon gut. So sieht das aus. Hat schon nicht ganz so gelöst. Ja, ich soll mal da in die Brühe machen. Ja, da kann man sich lösen. Ne? Kommt hier jetzt, das küchelt. Aber neu werden sie ja schon mal rausgenommen. Und dann tue ich die eh schon mal in das Smoker. Da kriegen sie ein bisschen Hitz. Quasi wie ein Backofen. Und unten drunter ist der Dippe hier. Also kein Fleisch geht verloren, kein Fleischsaft. Das trifft dann alles wieder da hin. Und dann später, wenn die Schei aufgespuckt sind. Das ist halt nur der Kick jetzt mit dem Bandilla-Kick. Und dann nehmen wir die da nochmal in die Rotweinsauce. Und da die schön mit dem Zwiebel da zieht, das nochmal schön dash. Gibt ein Träumchen. Herrlich. So. Rosmarin, ne? Das sind so 3 Kilo. Dann haben wir noch Pulver. Ich mache immer so gerne so ein paar Stückchen da drauf. So ein bisschen schon die Sauce. So. Und dann zieht es so das. Das machen wir jetzt zu. Und den Kühlschrank. Bis morgen Abend. Und das hat Zeit, das zu ziehen. Und das hat Träumchen. Nice T-Shirt. Schiffskoch, ne? Ich war schon Schiffskoch im Winget, ne? Aber klappt, das war nicht, aber ist egal. So, wir sehen uns dann morgen, ne? Das lassen wir Ruhe, der Bartilla ruht jetzt auf der Couch. So, das war jetzt im Kühltrank über Nacht. So sieht das dann aus. Das hört echt jetzt so. Jetzt tun wir das Fleisch, Rosmarin tun wir weg, ne? Das langt. Das hat schon genug Pep jetzt abgegeben. Hier tun wir raus. So, jetzt brauchen wir das Fleisch.
Jetzt rollen wir raus. Jetzt gehen wir einfach nur hier. Legen das auch drüber. Und schmeißen die Steaks wieder drauf. So. Dann machen wir hier das Rauchmehl. Deckelchen drauf. Das kommt da unten rein. So. Unser Fleisch. In etwa in die Mitte. Dann gucken wir da oben drüber. Habe ich so einen Gasdeckel gemacht. Da kriege ich nochmal so ein bisschen Rauchstau und auch Hitzestau. Ne? Dass es so richtig noch ein bisschen mehr abgeht. Ne? Aber ich habe auch nicht so viel drin gemacht. Wie gesagt, es soll nicht so viel. So, dann machen wir das mal an. So, gut. Und das lassen wir dann nur für eine Stunde. Gehen wir gerade näher drauf, dass man das Fleisch noch mal sieht. Ist ja näher dran, richtig nah dran. Ja. So, das lassen wir jetzt gut eine Stunde, eineinhalb smoken. Ne? Bis gleich. So, ich habe das Fleisch noch ein bisschen umgesetzt. Ich mache es direkt auf der Rost. Und lass die jetzt erst mal smoken, richtig. Ne? Bisschen Hitze abgriffen alle Seiten. Jo, bis gleich. Eine Stunde ist jetzt rum. Julius, gehen wir gerade drauf, dass ihr seht, wie herrlich das aussieht. Ja. So, jetzt machen wir hier. Zeig das mal da unten. Die Zwiebel, der Rotwein etc. Ne? Der kommt jetzt drin. Und jetzt tun wir das Fleisch da rein. Jetzt habe ich das Fleisch da hingelegt. Das sieht richtig lecker aus. Und jetzt machen wir gleich noch den Deckel drauf. Ich weiß, wo er ist. Der ist drin. Julius, holen wir den Deckel. So. Und dann lassen wir das noch mal Minimum eine Stunde, eineinhalb, vielleicht auch zwei Stunden ziehen. Ne? Jetzt haben wir es rausgeholt. So sieht es aus. Jetzt müssen wir kurz die bisschen Süße ansetzen. Ne? Zwiebelsüße. Winzersteak. Jetzt gucken wir mal, ob es zart ist. Hammer, oder? So, probieren wir. Blute. Da. Herrlich. Müsst ihr machen. Schmeckt lecker. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst in diesem Theater. Bandilla kocht.